ich habe damit wirklich nicht gerechnet und ich danke euch allen. Und Prost. Das war das Verrückteste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Wir machen Sterne, Leute! Alles Muschis. Pussy. 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 Im Dschungel denke ich überhaupt nicht an Sex. Wir sind kribbelt am Schneepi. Okay. Dann lief die Splitterfasernackt mit wippenden Brüsten auf mich zu. Ich habe jetzt nicht auf die Haare geguckt, tut mir leid. Melli, was für Vibratoren hast du da? Ich habe 2800 Stück. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Ansammlung von mehr Unfähigkeit gesehen. In meinem ganzen Leben nicht. Ah. Sei vorsichtig. Au. Aua. Kann mir mal jemand helfen, bitte? Bitte, ich habe eine Lampe auf meinen Zahn gekriegt. Aua, aua. Hallo, ich wollte nur sagen, ich bin krank. Wow, ganz ehrlich, könnt ihr euch eine andere Brücke bauen, Vollidioten? Laber nicht rum. Ich wohne ja gegenüber von einem Irrenhaus. Hallo, kann da irgendwie ein Arzt kommen? So eine Fälle sind da. Ich brauche Zigarette. Du kriegst jetzt keine Zigarette, Larissa. Eine halbe. Ich brauche eine halbe. Ich brauche eine halbe wenigstens. Larissa, herzlichen Glückwunsch. Das war doch niemand 8-mal hintereinander in der Dschungelprüfung. Nein! Ich trinke das Arschloch nicht. Bitte, triss sauber, komm weiter! Ich habe scheiß Schmerzen. Ich bin, es dauert mich heraus. Aber ich habe noch nie einen Satz gesagt. Bitte, sprecht mich alle nicht mehr an. Mach ich so schief. Mensch, also, jetzt hör mal auf! Die fasst den Krokodilfuß an und wischt ihn bei mir am Hemd ab. Aua, Mensch, bist du blöd! Pass doch auf! Du bist sowas von dämlich. Ich hab gedacht, der schlagt mir jetzt nieder. Na, du spinnst doch wohl. Mir geht's auf die Nerven! Ich bin irgendwie fehl am Platz. Das ist vom Wickeltisch ein paar Mal gefallen früher als Baby. Keine Ahnung. Liegt es an mir? Sei ehrlich. Du hast natürlich eine nervische Ader, ja? Ich bin schon glücklich, dass ich die Melli hab. Bist du glücklich? Weißt du, ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu meiner Mama und ich weiß nie, woher das kommt. Aber man schlägt sich so durch, ne? Meine Mama, die ist schwer krank und dann überlegt man sich, warum man dann so ist zueinander. Also Mami, ich hab dich ganz, ganz doll lieb und ich freue mich, wenn ich wieder da bin. Das macht mich gerade schon ein bisschen fertig hier. Dschungelkönigin 2014 ist Melanie! Hast du verdient.